eine ehemalige sowjetische Militärstation bei Brodin in der Ukraine. Dass die alten Kasernen eines Tages junge Frauen beherbergen würden, war nicht geplant. Wir sind im früheren Objekt 580, einer Bodenstation für die sowjetischen SS-20-Atomraketen. Nur noch rissiger Beton und verrostete Eisenteile, über die sich langsam der Wald schiebt, erinnern daran, dass von hier aus, 2 Autostunden von Lemberg, eine Supermacht die Welt mit der Option eines Atomkriegs in Schrecken versetzte. Heute leben hier Ex-Sträflinge und misshandelte Frauen. Die Ukraine ist bitterarm. Kriminelle Geschäftszweige wie der Frauenhandel florieren. Nela und Zhenya waren in Bordelle nahe der deutschen Grenze verkauft und dort mit Gewalt festgehalten worden. Sie hatten Glück und wurden befreit. Die Erinnerungen an die erlebte Gewalt bleiben. Was passiert wäre, wenn ich Nein gesagt hätte? Sie haben uns Mädchen geschlagen und misshandelt. Sie wären auch so weit gegangen, uns umzubringen. Wir wurden da mit Gewalt festgehalten. Da gab es eine Wache. Und wir haben unsere Papiere nicht mehr bekommen. Wir hatten keine Chance, uns selbst zu befreien. Jeden Monat werden schätzungsweise 1000 junge Ukrainerinnen nach Westeuropa gelockt, wo sie in Nachtclubs und Bordellen verschwinden. Die meisten auf Nimmerwiedersehen. Igor Gnat. Er hat das frühere Militärlager in eine Sozialstation verwandelt. Ohne einen Pfennig staatlichen Zuschuss, alleine mit Hilfe von Spenden. Die Caritas engagiert sich zum Beispiel für Igors Sammelbecken der verlorenen Seelen. Vor allem bekommen hier ehemalige Gefängnisinsassen eine neue Chance und immer wieder auch misshandelte Frauen. Igor sucht für sie Arbeitsplätze und Wohnungen. Die meisten Opfer von Frauenhandel wollen nicht gefilmt werden. Das Leben im Lager ist einfach. Die 40 Männer und Frauen versorgen sich weitgehend selbst. Auf die Idee, verschleppte Frauen zu retten, kam Igor, der gute Mensch von Lemberg, eher zufällig. Es ist immer wieder dieselbe Geschichte. Bei mir kommt Frauen und sagen, unsere Tochter ist im Ausland, im Nachtclub und die ist da nicht freiwillig. Wir brauchen Hilfe. So, dann wir organisieren hier eine Dienststelle oder wie das sagen, ja, Dienststelle, die suchen und zurückholen. Die Frauen, wer war nicht Freiwillige, nach Ausland im Nachtclub oder in Bordell verkaufen. Ein Straßenbordell wie viele an der deutsch-polnischen Grenze. In diesen Häusern passen Bewaffnete auf, die nicht lange fragen, bevor sie schießen. Jede Rettungsaktion muss genau geplant sein. Igor tritt als ganz normaler Kunde auf. Die Mädchen wissen vorher Bescheid. Dann muss alles ganz schnell gehen. So hat Igor zum Beispiel Zhenya gerettet.
Eine Frau gerettet, Zehntausende, denen er nicht helfen kann. Solche Bilanzen zieht Igor nicht. Wichtig ist, überhaupt etwas zu tun. Hier war im polnischen Territorium deutsche und polnische Grenze, ja. War schlimm. In jede Nachtclub ist ukrainische Milch. Für mich, das ist ein Messer im Herz, ja. Die hübsche Mädchen, die kann hier, die jünger ist, ja, kann hier eine große Liebe mit Mann, Kinder und so, und die arbeiten im Nachtclub. Was ist denn hier? Hier ist es. Chenya in der Kleiderkammer der Sozialstation. Sie hat sich entschlossen, hier oder woanders als Sozialarbeiterin anzufangen und anderen Frauen zu helfen. Ihre Geschichte erzählt sie stellvertretend für ihre Leidensgenossinnen. Das Muster ist immer das gleiche, auch bei Chenya und Nela. Nach dem pädagogischen College konnte ich keine Arbeit finden. Eine gute Bekannte erzählte mir, dass es im Ausland Arbeit gibt. Ich hatte schon viel davon gehört. Und da ich keine andere Möglichkeit sah, überhaupt zu arbeiten, wollte ich es ausprobieren. Also habe ich mich entschieden zu fahren. Die Bekannte überzeugte mich, dass man da in sehr kurzer Zeit viel Geld verdienen kann. Die Jobs seien nicht schwer. Ich könnte aushilfsweise als Kellnerin arbeiten. Nela bei der wöchentlichen Arztvisite. Wenn es nötig ist, kümmert sich Igor auch um psychologische Betreuung. Viele der Frauen sind schwer traumatisiert. Damals im Ausland wurden wir zuerst freundlich aufgenommen. Uns wurde gesagt, dass es momentan keine Arbeit gäbe und wir warten müssten, bis unsere Stellen frei geworden seien. Unsere Papiere wurden uns mit der Begründung weggenommen, unsere Arbeitgeberin müsse uns bei den Behörden anmelden. Diese Papiere habe ich nie wieder gesehen. Sie sind verschwunden. Die Frau brachte mich in ein Haus, ließ mich in einem Zimmer eine Weile warten und sagte, dass sie alles erledigen würde. Sie wollte mir später erklären, wie es weitergeht. Nach einer Weile kam sie zurück und sagte, ich müsste eine Zeit lang eine andere Arbeit machen, als die, die mir zugesagt worden war. Мне придется поработать немножко в другом плане. Поскольку это звучало все в такой, такой приличной форме, то мы согласились. Ich sollte angeblich an der Bar sitzen und dafür sorgen, dass die Männer mehr Getränke bestellen. Aber es hat sich herausgestellt, dass die Sache damit nicht erledigt war. Кроме этих услуг еще. Außer diesen Leistungen wurden von uns auch sexuelle Leistungen verlangt. Ich war vor den Kopf gestoßen und habe mich geweigert. Aber mit Drohungen und Prügeln wurde ich gezwungen, mitzumachen. Eine Landstraße irgendwo zwischen Lemberg und Dresden. Je näher wir Deutschland kommen, desto mehr Prostituierte warten am Straßenrand auf schnelles Geld. Der Grenzstrich ist eine nie versiegende Goldgrube und der einzig wirklich stabile Geschäftszweig weit und breit. Laugh about it all.
Mit der Öffnung der Grenzen kamen die deutschen Freier, die hier für einen Bruchteil dessen bedient werden, was sie in Deutschland bezahlen müssten. Und mit den Freiern, deren jährliche Zahl in die Millionen geht, schossen überall hinter den Grenzen Clubs, Bars und Bordelle aus dem Boden. Ein großer Teil der Mädchen, die hier arbeiten, werden wie Zhenya und Nela dazu gezwungen. Ein Nachtclub in Tschechien vor dem abendlichen Ansturm der Kunden. Es ist einer der wenigen sauberen Clubs. Die Mädchen, die hier arbeiten, sind keine Opfer von Menschenhändlern. Sie tun es aus eigenem Antrieb. Auf die Frage, warum sie den Job machen, kommt Schulterzucken. Es gibt nicht viel Arbeit und das hier ist gut bezahlt. Meine Nachricht hast du bekommen, Ludmila. Ja. Ich wollte dich dann. Katrin Schauer aus dem sächsischen Plauen fährt mehrmals die Woche über die Grenze in die Tschechische Republik. Sie und Ludmila Irmscher sind Sozialarbeiterinnen der Organisation CARO. Ihr Arbeitsgebiet ist ein Grenzabschnitt von 200 Kilometern Länge. CARO wurde als grenzüberschreitendes Projekt gegründet, um in der Szene präventiv gegen AIDS vorzugehen. Unter den Tausenden von Prostituierten stoßen die CARO-Frauen auch immer wieder auf Opfer des Frauen- und Kinderhandels. Sie bieten Gespräche an und in begrenztem Rahmen auch Ausstiegshilfe. Die beiden haben Infoblätter, Kondome und andere Utensilien im Koffer. Streetwork unter Prostituierten heißt, sich Tag für Tag haarsträubende Geschichten anzuhören. Marina macht den Job seit 8 Jahren. 25 Euro kriegt sie pro Freier. Aber heute steht sie seit 2 Uhr und hatte noch keinen Kunden. Sie sagt, sie braucht Pampers und etwas zu essen für ihr Kind. Auch hochschwanger hat sie noch auf Freier gewartet, um mit ihnen für eine schnelle Nummer auf den Platz zu fahren, wie sie das nennen. Že jako mi zastavil Němec, jako šla jsem s ním na půl hodiny, zaplatil mi 50 marek a jako že zjistil, že jsem těhotná, jo, tak mě přivezl na zpátek, dal mi 50 marek. Jo. Also es war so. Ein Deutscher hat mich mit auf den Platz genommen. Er wollte 6 von mir. Aber als er mitgekriegt hat, dass ich hochschwanger war, hat er mich zurückgefahren und mir trotzdem Geld gegeben. Dann ist mir übel geworden. Ein Paar in einem deutschen Auto hat angehalten. Sie haben mich gefragt, ob mir etwas fehlt. Meine Fruchtblase war schon geplatzt. Sie haben mich sofort ins Auto gesetzt und ins Krankenhaus gebracht. A odvezli mě rychle do toho, do Chebu. Mit 3 Straßenmädchen in einer tschechischen Beratungsstelle. Hier gibt es eine Tasse Kaffee, Lippenstifte, frische Kondome und eine halbe Stunde Ruhe. Und die Mädchen geben Hinweise auf besonders brutale deutsche Kunden. Auch auf solche, die wegen Sex mit Kindern kommen, nach minderjährigen Jungen und Mädchen fragen. Wenn die Frauen können, schreiben sie Autonummern auf, die CARO an die deutsche Polizei weitergibt. Jede der Frauen hat einen Zuhälter, muss das meiste Geld abgeben. Was ihnen bleibt, ist eine kleine Wohnung, Essen und vielleicht 50 Euro Taschengeld im Monat. 90% ihrer Kunden sind Deutsche. Wenn die Frauen von ihren deutschen Freiern erzählen, kommen Geschichten von Macht, Demütigung, Gewalt und Missachtung auf den Tisch. Für die meisten Deutschen, sagen sie, sind wir freiwillig. Die tun so, als gäbe es für sie hier keine Gesetze. Mir tut das, nechovej se jako
Sie benehmen sich wie die Schweine. Ich war schon ein paar Mal in Deutschland. Da benehmen sich die Deutschen ganz anders. Wenn sie zu uns kommen in die Tschechische Republik, sind sie oft brutal und gewaltsam. Sie bedrohen die Frauen mit Pistolen, nehmen uns die Papiere und persönlichen Dinge weg. Wenn sie auf dem Platz fertig sind, schmeißen sie die Frauen aus dem Auto. Und wir müssen zu Fuß zurückgehen. Es ist schon heftig. Auch hier, unter den Straßenmädchen, die auf den ersten Blick freiwillig an der Ecke stehen, sind Geschichten von Verschleppungen und Gewalt durch Zuhälterbanden alltäglich. Die Kunden wollen immer neue Mädchen. Deshalb werden die Frauen auf der Straße und in den Clubs sehr häufig ausgewechselt. Je tady hodně těch a každou chviličku je prostě tady někdo novej. Vím, já aspoň vím ze svých. Ich habe eigene Erfahrung mit Frauenhandel. Ich wurde unfreiwillig nach Triplice in ein russisches Bordell verkauft, wo auch sehr viele russische Frauen waren. Die waren nur kurz zum Anlernen da und dazu, dass sie unter Rauschgift gesetzt wurden. Sie wurden so abhängig gemacht, dass sie nur noch für die Drogen gearbeitet haben. Wohin die Frauen dann gekommen sind, weiß ich nicht. Ich glaube, sie wurden erst eingelernt und danach überall hin verteilt. An der deutsch-tschechischen Grenze geht die Angst vor der Russenmafia um. Organisierte Banden aus Osteuropa begnügen sich nicht länger damit, Frauen hierher zu verkaufen, sondern drängen sich auch in die Geschäfte vor Ort. Nach langer Suche stoßen wir auf einen Informanten, der bereit ist, uns etwas über die Arbeitsweise der sogenannten Russenmafia zu erzählen. Das Treffen läuft unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ab. Ausschnitte aus den Aussagen des Informanten. Die osteuropäischen Mafiagruppen machen Geschäfte in ganz Europa mit allem, was Geld bringt. Zigaretten, Schutzgelderpressungen, Drogen, Waffen und Menschenhandel. Mit Menschenhandel wird sehr Einfaches und eine Menge Geld gemacht. Sonst könnte man ja auch eine Bäckerei eröffnen. Es fließt viel Geld. Und auch bei der Polizei und den Politikern bleibt etwas hängen. Pro Mädchen werden etwa 1.500 bis 3.000 Dollar verdient. Das Geld wird entweder bei Übergabe direkt vom Bordellbesitzer bezahlt oder die Mädchen müssen eine sogenannte Vermittlungsgebühr ratenweise abarbeiten, mit sehr hohen Zinsen. Die Mädchen, die sich einmal darauf eingelassen haben, kommen nicht mehr weg. Es ist eine Illusion, wenn eine glaubt, sie könne das nur mal für ein paar Monate machen. Viele werden auch mit Drogen gefügig gemacht. Die Frauen werden gezwungen, auch durch massive Gewalt gegen sie selbst, ihre Kinder und Familienangehörige. Ich persönlich weiß von einem Fall, in dem der Bruder einer Frau erschossen wurde, die aussteigen wollte. Die Gewinnspannen der Täter gehen in die hunderte Prozent. Als Einstiegskapital reicht oft schon eine Tankfüllung. Das Geschäft mit Frauen ist fast risikolos, weil die Opfer Angst haben und sich an niemanden wenden können. Deshalb weiß auch niemand genau, wie hoch die Zahl der Opfer wirklich ist. Schätzungen von 100.000 Frauen pro Jahr alleine in Deutschland und an den deutschen Außengrenzen dürften aber realistisch sein. Über das ganz genaue Ausmaß können wir natürlich auch nicht sagen, weil ich denke, es ist trotz allem noch verschwindend gering, was wir selbst mitbekommen, was uns auch selbst die Frauen erzählen. Ich denke, es ist ganz wichtig, eine Kooperation mit Polizei, mit Ermittlungsbehörden in dem Bereich, also auch wirklich grenzüberschreitend mit Sozialarbeitern. Ich glaube, dann kann man das Problem besser lösen. Und zum anderen muss ich sagen, es ist überhaupt nicht wahr, wenn eine Frau in die Prostitution geht oder wenn sie unter falschen Versprechen angeworben wird für irgendeine Arbeit in der Bar, dass die dann ganz genau weiß, worauf sie sich einlässt. Und Frauenhandel ist meines Erachtens eine Form moderner Sklaverei. Und egal, ob das eine Frau ist oder ob das 10 Frauen sind, es ist einfach eine Sauerei, dass es sowas eigentlich im 21. Jahrhundert geben muss.
Anna war 17 Jahre alt, als sie verkauft wurde. Der Frauenhandel macht vor der deutschen Grenze nicht Halt. Viele der Opfer wandern direkt in deutsche Bordelle oder von Deutschland aus in ein anderes europäisches Land. Anna hat eine Odyssee von Tschechien nach Spanien und zurück nach Deutschland hinter sich. Sie ist vor ihren Zuhältern geflohen und muss anonym bleiben, weil sie nach ihr suchen. Anna hat Todesangst. Ich wurde ständig von zwei Frauen kontrolliert. Auch auf der Straße, als ich gearbeitet habe. Ich wurde andauernd überwacht und konnte mich nicht frei bewegen. Zur deutschen Polizei will sie nicht gehen, weil sie Angst hat, dass sie dann wieder nach Hause muss. Und das hat schon einmal nicht funktioniert. Ich bin früher schon einmal weggelaufen. Damals bin ich zurück nach Hause gefahren und habe bei meinem Bruder gewohnt. Diese Leute haben mich gefunden und wieder mitgenommen. Anna hat sich an Caro um Hilfe gewandt. Sie ist ratlos und hat nicht einmal Papiere. Eine Schattenexistenz. Auf Dauer kann das niemand durchhalten. Es gibt derzeit nur eine Konstante in ihrem Leben: Angst. Eine Frau sagte mir, dass ich ihr Eigentum bin. Sie haben mich bedroht. Sie haben gesagt, wenn ich wieder weglaufe, würden sie mir Hände und Beine brechen. Und dann würden sie mich in die Türkei verkaufen. Razzia in einem Bordellbetrieb. Es gibt viele Gründe dafür, dass die Polizei erschreckend wenige Fälle von Menschenhandel in Deutschland aufdeckt. Der Schlüssel ist nicht dabei. Nein, wir haben keinen Zugang zu der Wohnung. Welche Wohnung ist es denn? Wie viele Stock? Aus Angst kommt fast nie eine betroffene Frau von sich aus und erstattet Anzeige. Die Polizei ist auf Kontrollmaßnahmen angewiesen, für die sie aber viel zu wenig Leute hat. Und die Drahtzieher des Frauenhandels sitzen unerreichbar im Ausland. Dadurch ist Menschenhandel schwer zu beweisen. Häufig weichen die Beamten auf einfachere Tatbestände aus, zum Beispiel auf Förderung der illegalen Prostitution. Oft werden dann auch noch die Opfer zu Tätern gemacht, weil die meisten gehandelten Frauen illegal hier sind und es leichter ist, die Frau auszuweisen, als ihre Peiniger zu stellen. Hast du eine nach der anderen, gell? Nee, haben wir schon die Einsicht davon. Die ermittelten Fälle von Menschenhandel in Deutschland sind seit 1995 fast jedes Jahr gesunken. Das zeigt, dass die Polizei noch lange nicht so viel dagegen tut, wie es nötig wäre. Im Jahr 2000 wurden gerade einmal 321 Verfahren eingeleitet. Das nicht ermittelte Dunkelfeld ist riesig. Und nur etwa jedes fünfte Verfahren mündet in einen Gerichtsprozess, der dann häufig auch noch für die Täter glimpflich ausgeht. Oft enden solche Prozesse mit geringen Freiheitsstrafen oder sogar mit Freisprüchen mangels Beweisen. Nur in Ausnahmefällen bekommen Opfer von Menschenhandel ein befristetes Aufenthaltsrecht in Deutschland. Das heißt, sie leben in einem Asylbewerberheim, werden aber in der Regel früher oder später ausgewiesen. Durley Piedraita kämpft um ein solches Aufenthaltsrecht. Sie ist Kolumbianerin. Ihr Antrag auf Asyl wurde abgelehnt. Sie hat Widerspruch eingelegt, weil ihr Leben und das ihrer Kinder in Kolumbien bedroht ist. Durch ihre Erlebnisse in Deutschland hat sie schlimmste Traumata, Depressionen und Angstzustände davongetragen. Sie bräuchte dringend intensive psychologische Betreuung. Stattdessen sitzt sie ohne Perspektive und Hilfe hier. Mit nichts als ihren entsetzlichen Erinnerungen. Alles fing damit an, dass ihr eine Bekannte in Kolumbien ein schönes Leben in Deutschland ausmalte. Kaum war Durley in Frankfurt gelandet, brach die Hölle über sie herein.
Ein Taxi brachte sie statt in das versprochene Hotel direkt ins Frankfurter Bahnhofsviertel. Gleich in der ersten Nacht wurde sie brutal vergewaltigt und am nächsten Tag, noch unter Schock, in ein Bordell in der Elbestraße gebracht. Die vermeintliche Freundin zwang sie, den Freiern gefügig zu sein. Mit der Begründung, sie schulde ihr für die Vermittlung nach Deutschland $10.000. Die müsse sie abarbeiten. Plus die Zimmermiete von 150 Euro am Tag. Die Frau sagte, ab heute Abend, 21 Uhr, wirst du hier arbeiten, wenn du essen willst. Nach einer halben Stunde kam ein Mann. Er hat mit mir geschlafen und mich dabei dermaßen fertig gemacht. Von vorne, von hinten. Es war schrecklich. Einfach nur schrecklich. Nach dem Vorfall von der Nacht davor hatte ich doch schon große Schmerzen. Mir tat einfach alles nur noch weh. Durley floh aus dem Bordell und ging nach Kolumbien zurück. Dort wurde sie massiv bedroht. Auf ihr Haus wurde geschossen. Und die Frauenhändlerin drohte ihr, ihre Kinder umbringen zu lassen. Durley kam mit ihren Söhnen nach Deutschland zurück und sagte vor Gericht gegen einen der Vergewaltiger aus. Seither lebt sie im Lager. Die Frauenhändlerin agiert weiterhin in Kolumbien, offensichtlich mit einer kriminellen Organisation im Rücken. Diese Frau kannte meine ganze Familie. Sie wusste alles, kannte meine Adresse, alles. Ich habe sehr oft Drohungen erhalten. Ständig bedrohte mich diese Frau am Telefon. Immer ging es darum, dass meinen Kindern etwas angetan würde. Eines Tages hat sie mir sogar zwei Männer geschickt. Die sagten, falls ich die Schulden von $10.000 nicht bezahle, werden sie mit meinen Kindern verrechnet. Durleys Rechtsanwalt räumt ihr wenig Chancen ein, in Deutschland bleiben zu können, trotz der ernsten und glaubwürdigen Gefahr für ihr Leben und das ihrer Kinder. Im Ausländergesetz ist für solche Fälle in der Regel kein Bleiberecht vorgesehen. Die Behörden argumentieren, sie könne sich ja innerhalb Kolumbiens vor der kriminellen Organisation verstecken. Wie sie das bewerkstelligen soll, hat ihr keiner verraten. In Frankfurt am Main arbeitet seit 16 Jahren die Hilfsorganisation Agisra. Sie kümmert sich vor allem um Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen und um Frauen, die Opfer von Menschenhandel geworden sind. Und welche Rolle spielt sie dabei? Auch Durley wird seit ihrer Flucht aus dem Bordell in der Elbestraße von Agisra betreut. Aber die Organisation kann zum Beispiel keine psychologische Hilfe bezahlen. Außerdem ist das Asylbewerberheim, in dem Durley wohnt, 300 Kilometer von Frankfurt entfernt. So beschränkt sich die konkrete Hilfe auf die Vermittlung eines Rechtsanwalts und sporadische Telefongespräche. Eine Umsiedlung nach Frankfurt, die Durley und Agisra beantragt haben, um ihr auch direkt unter die Arme greifen zu können, wurde von der zuständigen Behörde abgelehnt. Agisra plädiert schon lange mit Nachdruck für einschneidende Änderungen im deutschen Ausländerrecht. Dabei steht ein wirksamer Schutz der Opfer im Mittelpunkt. Also es müsste auf jeden Fall, dass wenn die Frauen es möchten,
dass sie auf jeden Fall bis zum Prozessende bleiben können, und zwar mit einem Aufenthaltsstatus. Das wäre jetzt zu dieser Zeit noch die Aufenthaltsbefugnis. Das heißt, sie würden auch unter den, also unter das Sozialhilfegesetz fallen. Und dass man ihnen halt wirklich auch die Option gibt, dass sie nach dem Prozess hier bleiben können und das hier auch aufbauen können, dass sie ihre Familie nachziehen können und dass sie da, dass man sie darüber stabilisieren kann. Es ist ganz wichtig, gerade für traumatisierte Frauen ein ganz stabiles Umfeld zu gestalten, damit sie auch zur Ruhe kommen und damit man überhaupt anfangen kann, ein bisschen auch mit ihnen zu arbeiten. Lea Ackermann ist katholische Ordensschwester und so etwas wie die Mutter all derer, die sich in Deutschland gegen Menschenhandel engagieren. Ihre Organisation Solvodi hat ein Netz von sicheren Häusern aufgebaut, in denen Frauen Schutz finden können, und begleitet jedes Jahr etwa 30 Frauen zu Gerichtsprozessen. Solvodi betreut und berät Migrantinnen und Opfer des Menschenhandels mit zwei Zielen: ihre Interessen in Deutschland zu vertreten und ihnen nach Möglichkeit Perspektiven für eine Rückkehr in ihre Heimatländer zu geben. Lea Ackermann in einem Beratungsgespräch. Agnes Mailou hatte in ihrer afrikanischen Heimat ein Friseurgeschäft. Einem Menschenhändler wäre sie nicht auf den Leim gegangen. Aber was sie über ihre Ehe mit einem Deutschen erzählt, war eine Hölle für sich. Sie will mit ihrem Kind, das hier geboren wurde, in Deutschland bleiben. Aber ihr Ex-Mann macht ihr das Sorgerecht streitig. Ich kam in Deutschland mit meinem Besuchvisum, 3 Monate. Dann, ja, ich bin zu Hause geblieben. Er sagt, in Deutschland darf man nicht zum Nachbarn gehen. Oh, das ist verboten, ich muss zu Hause bleiben. Okay, so bin ich zu Hause nur geblieben. Er hat mir gesagt, wo kann, soll ich einkaufen gehen? Mein Leben in Deutschland war einkaufen gehen, zu Hause kommen, zurückkommen, sauber machen, kochen und Kinder aufpassen. Und ich kriege 100 Mark pro Monat Taschengeld. Er hat gesagt, das ist ein Gehalt, was der deutsche Gesetz haben festgelegt für Frauen. Ja, ist denn der Mann so arm? Der ist ein Professor, Doktor, ein Soziologe. Und lehrt an einer Universität? Ja, an der Universität. Und hat ein großes Gehalt? 12.000 Mark verdient er. Das ist ja unglaublich. Ja. Und Sie waren die zweite Frau, die er nach hier geholt hat? Nein, ich bin die 5. Afrikanerin. Sie sind die 5. Afrikanerin, ja, die nach hier kam. Ja, der Hol, der nach den Gebraut, er schickt dir wieder zurück. Ja, ohne Visum, ohne, ja, wenn du kein Visum hast, dann hast du keinen Markt. Dann er benutzt dich, wie er das will. Nach den Gebraut, er schickt dir wieder zurück wie eine Ware. Ich war mit 8 Monaten Schwangerschaft, hat mir über 1 Stunde geschlagen. Bis heute habe ich Probleme mit dem Rücken. Mein Sohn war 5 Tage ohne Bewegung. Ja, ich dachte, das Kind war tot. Ich habe meinen Koffer eingepackt. Ich habe gesagt, oh, wir sind arme in Afrika, aber kein Mann. Wir nehmen, ja, behandeln eine Frau wie ein Tier. Ich muss zurück. Es ist wie beim klassischen Menschenhandel. Auf einen entdeckten Skandal kommen wohl 100, die nie bekannt werden. Es sind keine Einzelfälle. Wenn es in Deutschland Einzelfälle sind, dann sagt das eigentlich nur was aus über die Kontrollpraxis. Denn Menschenhandel, den Handel mit Frauen und Kindern, den entdeckt die Behörde oder die Polizei nur, wenn sie nachschaut. Igor Gnat hat keinen Beamtenapparat im Rücken, aber er schaut nach. Eine Mutter, ein Bruder, eine Schwägerin erzählen ihm von einem ukrainischen Mädchen, das irgendwo in einem Bordell sitzt und nichts als wieder weg möchte. Und Igor macht sich auf den Weg. Es ist ein gefährlicher Job und oft genug ist er kurz davor auszusteigen. Ich nicht mehr spielen in diesem Spiel. Das für mich ist
Ich habe zwei Kinder, ja, eine Frau. Und das gefällt mir nicht. Bei Cottbus trifft Igor seinen deutschen Freund Lothar Misch. Wenn ein Mädchen befreit werden soll, ist Lothar fast immer mit von der Partie. Er sucht die Frau und bereitet die Flucht vor. Einmal haben ihm Zuhälter in Tschechien die Bremsleitungen durchgeschnitten. Der Wagen landete im Graben und Lothar im Krankenhaus. Wie findet man eine Frau, wenn man nur weiß, in welcher Stadt sie ist? Man besucht die Clubs, setzt sich rein, trinkt. Wartet. Man kann auch nicht davon ausgehen, dass die Frau jedes Mal da gerade da ist, wenn man selbst dort ist. Ja, dann muss man auch unter zwei, dreimal den Ort suchen. Wenn man alle anderen ausgeschlossen hat jetzt, ja, dann klappert man alles ab. Dann fängt man wieder von vorne an, bis man Glück hat. Igors nächste Station ist das Büro von Caro in Plauen. Eine Ukrainerin hat hier Schutz gesucht. Sie ist aus einem deutschen Bordell ganz in der Nähe geflohen. Ina ist einfach abgehauen, ohne eine Idee, wie es weitergehen könnte. Alles, nur nicht in den Klauen der aserbaidschanischen Zuhälter bleiben, in einer völlig fremden Stadt. Diese Typen in dem Bordell. Wenn denen etwas nicht gepasst hat, konnten die dich einfach verprügeln. Sie haben das auch öfter gemacht. Und ich ging weg. Ich konnte vor denen davonlaufen, aber ohne Papiere, ohne meine Sachen. Ich hatte nur meine Hose und meine Jacke, sonst nichts. Was ist zu tun? Ina will bei der Polizei aussagen. Ihre Wut ist größer als ihre Angst. Aber schon kommen Nachrichten von zu Hause. Die ukrainischen Mafia-Typen setzen ihre Mutter unter Druck. Sie soll verraten, wo Ina ist. Und Inas 10-jährige Tochter ist auch dort. Sie braucht Zeit. Sie möchte irgendwo. Igor versucht Zeit für Ina zu gewinnen, damit sie erst einmal ein paar Monate sicher in Deutschland bleiben kann. Das müssen wir dann abklären. Das muss immer mit den entsprechenden Ausländerbehörden abgeklärt werden. Aber ich denke mal, das ist schon möglich. Also für eine längere Zeit wird es auf jeden Fall möglich sein. Also auf Dauer wahrscheinlich nicht, aber für eine längere Zeit. Monate, zwei Monate? Ja, denke ich schon. Das müssten wir eigentlich hinkriegen. Also schon. Caro hat nicht die Mittel und Möglichkeiten, um Ina auf Dauer wirksam zu helfen. Die Behörden werden sie vermutlich ausweisen, sobald sie ihre Aussage gemacht hat. Und Ina wird eine Nummer in einer Akte sein. Bis jetzt bekommen sie ja Sozialhilfe, Sozialunterstützung von der Stadt. Plauen liegt direkt an einem wichtigen Grenzübergang zwischen Tschechien und Deutschland. Die ganze Region ist eine Drehscheibe des Menschenhandels. Die Plauener Polizei konnte im Jahr 2001 genau einen Fall aufdecken, nämlich Ina. Die Polizisten stehen wie überall vor dem Problem, dass die betroffenen Frauen nicht mit ihnen sprechen. Gäbe es eine Chance auf Kooperation, zum Beispiel falls das Gesetz den aussagewilligen Frauen eine mittel- oder gar langfristige Bleibemöglichkeit einräumen würde? Mittelfristig denke ich eigentlich weniger, weil auch hier wieder der Zugriff dann auf diese Frau gewährleistet ist. Aber langfristig, bis hin, dass vielleicht diese Frau in Deutschland selber eine Existenz sich aufbauen kann, denke, das wäre vielleicht ein Mittel, wo man sagen kann, diese Frauen wären dann auf alle Fälle bereit, auch mit uns zusammenzuarbeiten, Informationen zu geben und wir könnten dann auch diesen Frauen einen gewissen Schutz geben. Aber eine Frau, wenn sie dann im Ausland wieder ist oder in ihrem Heimatland, es ist ganz kompliziert, die Frau zu beschützen. Das geht ja von unserer Seite her gar nicht. Und damit ist die Aussagewilligkeit natürlich tendierte gegen null. Das ist klar.
Das heißt, von Ihrem Interesse als ermittelnde Behörde wäre schon eine Änderung vom Ausländergesetz an dem Punkt hilfreich? Hilfreich auf alle Fälle. Also ich denke, dass man in der Politik darüber nachdenken sollte, ob es da Möglichkeiten gibt, sowas zu machen. Das ist richtig. Während sich die Sozialarbeiter bei Caro den Kopf zerbrechen, wie sie einer einzelnen Frau helfen können, gehen anderswo schon wieder Hunderte den Menschenhändlern auf den Leim. Die UNO spricht von weltweit 4 Millionen Kindern und Frauen, die jedes Jahr Opfer von Menschenhandel werden. Im Moment haben die Opfer in Deutschland kaum eine Lobby. Für Frauen wie Ina gibt es keine Perspektive. Natürlich habe ich Angst vor diesen Leuten in dem Bordell und denen, die mich dorthin gebracht haben. Ich habe Angst vor der Ukraine, aber auch hier. Menschenhandel wird es immer geben, weil es arme Länder mit potenziellen Opfern gibt und reiche mit zahlungskräftigen Kunden. Aber die Möglichkeiten der Helfer könnten entscheidend verbessert werden. Zum Beispiel durch eine bessere personelle und finanzielle Ausstattung der Hilfsorganisationen und der entsprechenden Polizeieinheiten. Es wäre ein Anfang. Opferschutz heißt auch, die Frauen nicht selbst zu Tätern abzustempeln, bloß weil sie illegal hier sind. Die Täter sind andere. Und gegen die kann man ohne die entschiedene Mitarbeit der Opfer nicht angehen. Dafür müssten die betroffenen Frauen im Ausländerrecht einen ähnlichen Status bekommen wie politisch verfolgte Flüchtlinge. Alles andere verlängert das Leiden von Frauen, die sich aus eigener Kraft nicht aus ihrer Misere befreien können. Ina versteckt sich inzwischen irgendwo in Deutschland und will ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden. Nela und Jenja haben Wohnungen in Lemberg gefunden. Nela wird Friseurin, Jenja Sozialarbeiterin. Igor wollte sich nicht mehr in Gefahr begeben, aber im Moment sucht er eine verschleppte Ukrainerin in Ungarn. Petra steht immer noch auf den Straßen von Cheb und wartet auf deutsche Freier. Agnes kämpft jetzt vor Gericht um das Sorgerecht für ihren Sohn. Durley hat nach wie vor keinen Bescheid, ob sie als Flüchtling anerkannt wird.